Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Nebenprojekt. Neben diesem Projekt, das ich ja gerade im Laufen habe, und zwar das Survival on an Island. Mir war so ein bisschen langweilig und habe mir gedacht, komm, mache ich mal was Kleines nebenbei. Ich hoffe, es ist klein, also der Download hat nicht so lange gedauert. Und naja, das ist eine Parcours-Map. Die nennt sich, glaube ich, Ore Parcours. Ich werde den Link dann wie immer in die Beschreibung stellen. Und ja, dann fangen wir am besten direkt mal an. Rules. Ich sehe, es ist eine englische Map. Naja, es ist... Ich will nicht sagen, wie viel Uhr, sonst glaubt mir niemand. Okay, nein, wir haben jetzt... Ich sag's nicht. don't break any blocks. Erste Regel, ganz wichtig. Zweitens, no cheats, hack clients. Okay. Drittens, play on peaceful. Hab ich. Ja. Viertens, enjoy the map. Okay. Welcome to Ore Parcours. Hier steht sogar nochmal. When you finish the map, please post your view. Das werde ich nicht machen. Rules und Rules, habe ich gelesen. Sleep so, if you die, you will spawn here. Perfekt. Ja. Ob das so toll ist, wenn ich sterbe und hier spawne, weil dann muss ich alles nochmal machen. Egal. Coal Level. Aber hier sind ja schon überall Diamanten und sowas. Egal. Also, ich sag jetzt schon mal, ich bin nicht so gut. Ihr habt ja schon mal gesehen, dass Marco und ich eine Dingens-Map. Dass Marco und ich eine. So eine The Challenge, die Map The Challenge mal gespielt hatten. Und wir hatten uns dann gedacht, komm, lassen wir es lieber, weil wir wirklich gefailt haben. Wir haben nur gefailt. Und ja, zwei Folgen wurden es und dann war es das auch schon. Also er hat mir schon gesehen, was wir für einen sarkastisch gemeinten Skill haben. Ja. Aua. Iron Level. Mal schauen, ob ich alles in einem Durchgang schaffe. Okay, nein. Ich hoffe mal, die Musik ist laut genug. Ich habe mal selbst meine Kopfhörer ein bisschen leiser gestellt, damit ich nicht alles doppelt so durchhöre, doppelt und dreifach, und dass es dann auch als Echo irgendwo ankommt. Also ich selbst weiß jetzt nicht, wie laut die Musik dann im Video ist. Egal. Perfekt. Okay. Sowas hasse ich. Oh, ja. Mensch, ich bin so gut. Ich bin ein Pro. Nein! Oh, warte, die Maus muss ich mal ein bisschen hier das Kabel verlängern. So. Drip. Drip. Und wie man vielleicht auch auf unserem Kanal sehen kann, ändert sich eigentlich das Kanaldesign immer wieder mal. Also es, denke ich mal, hoffe ich mal, verbessert sich immer und wird auch immer voller nach und nach. Und wir haben uns auch vorgenommen, oder ich habe mir vorgenommen, dass dieses Kanaldesign immer unsere Projekte auch beinhaltet. Heißt also, wenn wir mal so ein Projekt machen wie der Peter zum Beispiel, höchstwahrscheinlich Need for Speed Undercover dann spielt, habe ich auch so ein Bild von Need for Speed Undercover gemacht. Und da kann man dann halt sehen, was da ist. Oder mit Happy Wheels, diese olle Frau, die da durchs Glas ja, fährt, fliegt, was weiß ich. Das war auch cool. Ja. Das war aber auch schwierig zu machen, muss ich echt zugeben. Immer, ich musste mit dem Radiergummi die ganze Zeit arbeiten und sowas mache ich nicht gerne. So, und jetzt schaff ich's. Mensch. So, was kommt jetzt für eine Musik? Hoffentlich keine nervtrötende Musik. Ich höre selbst noch nichts. Aber es läuft schon, was ich höre. Na, okay, doch, ja. Dürfte gut sein. Dom, dom, dom. So, ja. Na komm, diesmal komme ich auch weiter. Ja. Und noch weiter. Zack. Ja, geht doch. Perfekt. Oh, hier war ich schon. Stimmt. Wetten, ich schaff das nicht. Ah, nein. Ah.
Ganz ruhig, Jonas. Also wenn ich mal nicht so motiviert bin oder meine Stimme nicht so motiviert klingt, habt ihr am besten so ein Hintergedanken, Hinterköpfchen, dass es wirklich etwas später ist. Aber was soll man schon machen an den Tagen der Jugend? Ach komm. Jetzt fange ich sogar an, schon Scheiße zu reden. So, so, nein. Du nicht wollen. Ah. Schlimm, schlimm. Ich denke nach dieser Aufnahmesession von Scheiße. Nein, nicht von Scheiße, sondern von dieser Map. Werde ich dann auch wieder direkt mit der Adventure Map von Saber LP. Das darf ich ja nicht mehr sagen, wurde mir verboten. Nein, mit der Adventure Map Survival on an Island werde ich dann vielleicht doch ein Stück weitermachen für 2 Folgen. Jupp. Weil irgendwie muss ich die Zeit ja überbrücken für einen bestimmten Download. Ja. Dom, dom, dom. Und ich krieg diesen fucking Sprung nicht hin, das gibt's doch nicht. Ganz ruhig, Jonas, ganz ruhig. So. Ja, schön gemacht. Und so. Ich sag noch 3 Versuche und dann mache ich mir eine kleine Stütze. Na, eine kleine Stütze. Weil ich eigentlich würde ich es nicht machen, wenn wir Multiplayer spielen, weil dann hat man ein bisschen mehr Unterhaltung noch mit der anderen Person. Aber im Singleplayer dürfte das nach der Zeit einfach langweilig werden und man will ja weiterkommen, man will ja die Map sehen, man will ja nicht sehen, wie der Depp das irgendwie nicht schafft, sondern man will ja auch etwas von der Map sehen. Der schaut sich sonst an, nicht wahr? Ja. Wie ich da immer faile. Faile die Bale. So, das war doch perfekt, eh? Und das auch. Und den kriege ich nie hin, den kriege ich nie hin. Aber jetzt. Denn jetzt bin ich da. So. Nein. Danach kommt dann noch ein paar. Naja, auf geht's. Das schaffe ich jetzt. Zack. Perfekt. Ja. Okay, ganz ruhig, Jonas. Och nein, bitte nicht. Och, das ist doch unfair. Okay. Wartet kurz, Maus, Kabel, so. Oh. Scheiße. Oh. Okay, das schaffe ich nicht, Oh. Dann los. Nein! 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 Och, Mann! Oh. Das wäre so perfekt gewesen. Das könnte man zu einer Montage irgendwie zusammen machen und so. Ach, als ob. Scheiße. Okay, komm, das habe ich doch eben grandios gemacht. Das nicht. Oh. Also ich muss sagen, die Suche nach einer kleinen Parkour-Map hat sich ziemlich positiv überrascht, weil normalerweise suche ich und finde keine gescheite Map. Das ist echt der Wahnsinn. Und jetzt habe ich mal kurz im Minecraft-Forum geschaut. Tada, zack. Und schon war eine da. Aber ich habe auch längere Zeit nicht mehr nachgeschaut. Das stimmt schon. Ah. Ich hatte mir eigentlich schon vorgenommen, mir eine neue Tastatur zu kaufen, aber ich finde meine Tastatur eigentlich richtig geil. Das ist so eine richtig schöne Billig-Tastatur. Die hat mich aber jetzt schon, glaube ich, so anderthalb oder ein Jahr lang, hat mir treu standgehalten. Na, war zwischendurch die Wutanfälle, nichts kaputt gegangen. Also ich muss echt sagen, die ist wirklich gut. Also so auch zum Drücken. Nur das einzige Problem ist halt das Klappern und das Rattern und sowas. Und das hört man.